Herr Snow, AS Digital ist dieses Jahr zum ersten Mal auf der ITSA. Warum ist das Thema Security für Sie so wichtig? Security ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Die A1 Digital ist Teil der Telekom Austria Gruppe. Die Telekom Austria Gruppe ist bekannt für Telekommunikationsdienstleistungen. Die A1 Digital wurde gegründet, um neue Themen aufzunehmen. IoT-Lösungen, Managed Connectivity, Machine Learning, das sind alles Themen, die wir von Anfang an in unserem Portfolio hatten. Des Weiteren hatten wir unsere eigene Cloud-Lösung aufgebaut mit Infrastructure as a Service, unserer Lösung Exoscale. Und da hat man relativ rasch bemerkt, wir brauchen noch etwas und das ist Security, weil es ist für uns ganz wichtig, dass die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, dass die Sicherheit im Kern haben. Sprich, dass wir unseren Kunden sichere Lösungen anbieten. Und dieses Know-how, das wir haben, um unsere Kundenlösungen abzusichern, bieten wir auch unseren Kunden an. Sehen wir ja auch auf der Messe, dass das Thema Cloud-Sicherheit immer wichtiger wird. Wie steht A1 Digital als Unternehmen dazu? Sie haben es gerade schon angesprochen ein bisschen. Cloud-Security ist bei uns ganz klar im Fokus. Zum einen haben wir den Vorteil, dass wir schon eine Infrastructure-as-a-Service-Lösung haben mit Exoscale. Auf der anderen Seite sehen wir eben die Komplexität bei den Kunden. Die Schwachstellen werden immer mehr. Die Security-Devices, die beim Kunden stehen, werden immer mehr und immer komplexer, um alle möglichen Bedrohungen abwehren zu können. Und die Kunden schaffen es nicht mehr, dieser Komplexität Herr zu werden. Und wir als die A1 Digital bieten diese Cloud-Lösungen eben unseren Kunden direkt an, um hier Managed Security anbieten zu können, die Kunden benötigen. Und wenn Sie jetzt mal kurz einschätzen würden, was zeichnet einen guten Cloud-Provider aus? Ein guter Cloud-Provider lässt die Kunden nicht im Regen stehen. Ein guter Cloud-Provider geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Und ein guter Cloud-Provider schaut auch, was sind jetzt wirklich die Kontrollen, die der Kunde jetzt braucht. Ich nehme hier als Beispiel Kubernetes as a Service. Hier gibt es ganz, ganz wenige Anbieter, die hier die notwendigen Security-Kontrollen implementieren, um diese Lösungen auch compliant machen zu können. Und hier hat A1 Digital das richtige Portfolio.